Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich möchte euch heute zeigen, wie ihr hier relativ leicht einen neuen Follower ergattern könnt. Und dazu müsst ihr erstmal Borkar den Grausamen töten. Der droppt dann einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel können wir hier nebendran gleich unseren Follower befreien. Das ist hier Goldmähne der Reuter. Den quatschen wir an und dann erhalten wir ihn hier. Und ja, praktisch an diesem Follower ist, dass er auf jeden Fall immer die Kürschnerei besitzt, also als Sekundärfähigkeit. Und bei dieser Fähigkeit ist es so, dass es im Endeffekt die Ausbeute aus der Scheune, also sprich die Produktivität der Scheune, erhöhen kann. Und dementsprechend ist es, denke ich mal, recht praktisch, wenn man sich diesen hier holt. Ja, dann zeige ich vielleicht nochmal, wo das Ganze hier ist. Ihr seht hier auf der Karte, ich bin hier unten in Nackern am Eisenfausthafen. Und da müsst ihr einfach diesen Turm hoch und dann könnt ihr direkt euch diesen Begleiter holen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, dass ich euch damit ein Ticken weiterhelfen konnte. Sollte das der Fall sein, würde ich mich echt freuen, wenn ihr mich abonniert bzw. mir einen Daumen nach oben gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Tilla. Ciao.